Hey, schön, dass du da bist. Heute review ich für euch die Penhaligon's Portrait Collection. Zumindest 10 Düfte daraus, oder ich glaube, dass es 10 sind. Und zwar die, die es im Discovery Set gibt. Ich habe ja in letzter Zeit öfter mal über die Penhaligon's gesprochen. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, ach komm, reviewen wir doch mal die ganze Kollektion. Ich finde die irgendwie spannend, mir gefällt auch das Branding wahnsinnig gut. Das ist immer so in dem Stil dieser Wimmelbilder. Und da habe ich mir gedacht, ziehe ich mir heute auch gleich mal eine Wimmelbluse an dafür. Schauen wir mal, was wir da bekommen haben. Was ich cool finde ist, ihr bekommt sozusagen zu den 10 Düften, die da drin sind, auch noch ein kleines Booklet mit den Stories da drin. Die werde ich auch gleich vortragen. Und dann starten wir gleich los. Nein, wir starten noch nicht gleich los. Wir sagen erstmal hallo und herzlich willkommen für alle neuen Zuschauer auf diesem Kanal. Ich bin die Leni und ich spreche über Parfum und ich würde mich echt freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. So, jetzt geht's los. Also, der erste Duft ist der Lord George und über den habt ihr mich schon oft sprechen hören. The Tragedy of Lord George heißt er eigentlich. Und ich sprühe den jetzt einfach mal hier. Ach. So, ich sprühe den einfach mal hier drauf. So, und ich habe mir gedacht, weil die eigentlich ein ziemlich cooles Storytelling immer machen bei ihren Düften, lese ich euch die Story auch einfach mal mit vor. Und da das eine englische Marke ist, werde ich versuchen, das in meinem bestmöglichen englischen Akzent zu tun. Native Speaker und Englischlehrer, bitte haltet euch zurück mit eurer Kritik. Wird sicher nicht perfekt. Also, The Tragedy of Lord George. Do come in, I'm sure we've met before. Noble patriarch, paragon of masculine elegance, Lord George welcomes with a scent of shaving soap and warming rum. But what secrets hide behind tradition? Ja, das ist die Frage. Der Lord George, den habe ich schon oft reviewed auf meinem Kanal, ich finde den so spitze, der ist ganz ungewöhnlich. Der hat nämlich eine Rumnote, eine Seifennote und eine Tonkabohnennote. Das ist eine super ungewöhnliche Kombination, aber die macht einen ganz, ganz, ganz exquisiten, aparten Unisex-Duft, der leicht in die maskuline Richtung lehnt, finde ich. Und es ist kein Geheimnis, das ist einer meiner Lieblinge aus der Kollektion. Die Penhaligon's, die haben alle so Tierköpfe auf ihren Flakons, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, warum und wie die Tiere mit der Story zusammenhängen. Habe ich noch keinen Hinweis drauf gefunden. Da dürft ihr mir gerne in den Kommentaren Bescheid sagen, wenn ihr wisst, wenn ihr da das durchschaut habt, was da der Deal ist. Und ich muss sagen, der Lord George hat im Gegensatz zu vielen anderen Düften aus der Serie keine beschissene Haltbarkeit und keine schlechte Performance. Das ist nämlich oft der Fall. Und diese Penhaligon's, das sage ich auch gleich vorab, die sind alle recht teuer. Das ist halt so ein Sammlerding. Also wenn ihr sagt, euch ist das Preis-Leistungs-Verhältnis grundsätzlich sehr wichtig, dann ist das wahrscheinlich nicht die Serie für euch. Es gibt ein, zwei Düfte, die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in dem Bereich, aber die meisten eben nicht. Was sie aber alle haben, ist ein recht einzigartiger Duftcharakter und so eben auch der Lord George und ich mag den sehr gerne, Lord George. Dann gehen wir weiter. Der nächste Duft heißt The Revenge of Lady Blanche. The dangerously charming Lady Blanche wields her beauty like a weapon. The victim, her poor, oblivious husband, fresh yet spicy, floral and woody. Golly, this eau de parfum is criminally good. Okay, also da muss ich sagen, bin ich anderer Meinung. Die Lady Blanche, ja. Die hat nur 3 Noten, Hyazinthe, Narzisse und Iris. Und sie ist okay, ja, aber sie ist jetzt nicht criminally good. Es ist ein interessanter, weißblütig anmutender Duft, finde ich. Auch wenn eben nicht nur weiße Blüten drin sind. Schon schick. Nicht allzu süß. Und er hat eine gewisse Frische an sich. Ohne jetzt zitrisch oder aquatisch zu sein. Aber ich finde schon, dass ein gewisser Frische-Kick da ist. Und ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass der nur aus Blüten besteht. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil kein Duft besteht nur aus Blüten. Ich glaube, die Noten sind einfach unvollständig an der Stelle. Also wir haben so minimale grüne Untertöne zusammen mit der pudrigen Iris und es ist ein angenehmer Duft, aber ja, ich finde den okay. Ich finde den eindeutig nicht
sein Geld wert, weil er auch nicht lange hält und nicht weit ausstrahlt. Aber wenn man ihn schon da hat oder so, dann ist er, kann man ihn schon tragen, ja? Also das ist ganz angenehm. Der ist einfach insgesamt etwas zart. Ich hätte mir da noch ein bisschen mehr Substanz gewünscht einfach. Als nächstes haben wir The Coveted Duchess Rose. Die Story hier ist: Roses coy eau de parfum conceals something more sensual, a hint of musky wood. Alas, the Duke is off gallivanting, while his sweet young bride aches with desire. Won't someone, anyone release her? Okay, also, die Duchess Rose ist ein Rosenduft und ich muss sagen, das ist genau die Art von Rosenduft, mit der ich nicht so viel anfangen kann. Wir haben eine Mandarine, wir haben holzige Noten und der Duft auf mich wirkt sehr synthetisch. Ich weiß nicht genau, ob es ist, aber er wirkt auf mich sehr synthetisch und ich finde, die Mandarine hilft da auch nicht wirklich. Also, ja, nicht mein Favorite. Also, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht mein Favorite. Mein least favorite. Also, ich finde den am schlechtesten aus der ganzen Kollektion. Und die Performance ist mal wieder auch leider richtig schlecht. Der nächste Duft, angelehnt an Shakespeares Much Ado About Nothing, heißt Much Ado About the Duke. Und die Story ist: The handsome young Duke's peppery rose fragrance sets hearts aflutter. But not the ones you might think. His wife, the most coveted girl in London, seems not to interest him at all. Fancy that. Also das ist wohl einer, der es mit der Treue nicht so genau nimmt, der Duke. Und der Duke ist ein alkoholischer Duft. Der hat Gin-Noten mit drin, Hölzer und auch wieder eine Rose. Also die Rose teilt er sich sozusagen mit seiner Frau. Ist ein interessanter Duft, also ist definitiv nischiger, interessanter Duft. Das Holz in dem Duft ist kein cremiges Sandelholz, sondern eher so eine raue Zeder. Also kommt mir zumindest so vor. Ich finde, die Kombination Rose-Gin ist schon eine interessante. Wie gesagt, finde ich sehr nischig. Und ich muss sagen, wer jetzt einen guten Gin-Duft sucht, der schaut vielleicht lieber mal bei Killian vorbei. Also die Düfte gefallen mir von der Richtung her ein bisschen besser. Hier ist es halt schon so, dass sich die Rose im Verlaufe der Zeit doch ziemlich noch in den Vordergrund drängt. Und er ist jetzt auch wirklich nicht stark. Also, nee, die Performance auch hier ist leider eher schlecht. Der ganze Duft wirkt sehr kühl. Also nicht zwingend super maskulin, sondern eher so don't touch me. Das ist einer dieser Fass-mich-nicht-an-Düfte. Sehr entrückt, sehr kühl, sehr distanziert. Als nächstes haben wir die Bewitching Jasmin und dass ich von deren Fan bin, das wisst ihr ja schon. Also ich finde, dies wird dem Lord George zusammen der beste Duft. Ihre Story ist: Jasmin's sights are set on London and a suitable match. Her oriental fragrance is a voluptuous affair. Jasmine, incense, oud. A celebration of all that is gloriously sensual. Who could resist? Also ich kann nicht resisten, ich kann nicht widerstehen, definitiv. Ist wunderschön. Also wir haben hier Kardamom, Kaffee, Oud und eine tolle Vanille. Und zusammen mit dem Jasmin Sambac im Herzen macht das einen ganz, ganz tollen, weiblichen, verführerischen Duft, der wirklich eine tolle Performance hat, der sich gut hält, der sich auch durchsetzen kann, auch in der Winterkälte. Und ich finde sogar, dass der für den Winter eigentlich am schönsten geeignet ist, wo man den noch ganzjährig tragen kann. Aber diese Kardamomwürze, die macht's einfach. Und die Kaffeenote und das alles ist irgendwie, ist ein super runder Duft. Schon auch nischig, aber ein gefälliger Nischenduft. Also nicht jetzt wie der Duke zum Beispiel, finde ich. Ja, den Weihrauch habe ich euch verschwiegen. Die starke Weihrauchnote ist auch noch mit drin. Das ist einfach ein super Duft. Also ich fürchte, dieser Flakon wird früher oder später in meiner Kollektion landen müssen, weil jedes Mal, wenn ich den riech, bin ich wieder verzaubert. Als nächstes haben wir die Changing Constance. Constance is what one might call a very modern woman. She has no regard for custom and does exactly as she likes. Cool cardamom, hot pimento, salted caramel, her contrary perfume breaks every rule. Ich finde die Changing Constance auch echt eine schöne. Ich finde, die ist mit Sicherheit verwandt mit der Jasmin. Die ist nicht udig, die ist auch kardamomig, auch gourmand, ist nicht unähnlich, muss man wirklich sagen. Aber was die Changing Constance vor allem ist, ist
praktisch identisch mit Minuit et Demi, falls ihr den mal gerochen habt. Also ich finde, die Constance ist noch mehr unisex. Die Jasmin hat für mich eine distinktive feminine Qualität. Die Changing Constance, finde ich, könnte auch von Männern getragen werden. Und sie hat eben diesen Salzkaramellfaktor, der einfach im Verlaufe des Dufts immer stärker wird. Zusammen mit einer Tabaknote, auch einer Vanille und Kaschmeran. Auch ein sehr schöner Duft. Leider hat die Constance im Gegensatz zu Jasmin eine wirklich schlechte Performance. Also die ist auch, ja, man sagt ja auch Minuit et Demi, eine nicht so gute Performance nach. Oder was heißt, sagt man ihr nach? Das habe ich gesagt. Habe ich selbst gesagt und selbst so erfahren. Und die Constance ist leider nicht besser. Also ich muss sagen, in diesem Bereich der, ich sag mal, sexy Gourmands gibt es bessere Adressen als die Constance. Aber sie ist ein schöner Duft. Also muss man dann selber entscheiden, ob es einem das Geld wert ist. Aber es gibt ja auch immer Gelegenheiten für schwache Düfte. Also man will ja nicht immer auch einen Beast-Mode-Duft tragen. Deswegen überlegt es euch einfach. Seid euch einfach nur bewusst, die Performance ist nicht besonders gut, aber der Dufteindruck an sich ist sehr, sehr, sehr schön und warm, gourmand, einfach zum Wasser im Mund zusammenlaufen. Als nächstes haben wir den Blazing Mr. Sam. Und so wie ich das sehe, ist das ein Amerikaner. Also werde ich mal versuchen, seine Story mit amerikanischem Akzent zu lesen. Mal schauen, ob es mir gelingt. An American abroad, with all the cocky confidence you might expect. Hot and cold spices mingle over dry patchouli and creamy cedar in his eau de parfum. No one can quite resist Sam's charms. Yeehaw! Also der Blazing Mr. Sam ist sozusagen der Amerikaner, der da bei den Engländern ein bisschen auf die Kacke haut. Und es ist ein schöner Duft. Ich mag den gern. Blazing hört sich ja schon so an, als ob der da reingerauscht kommt. Und genauso ist er auch. Der hat auch eine gute Haltbarkeit. Der hat eine gute Sillage. Der ist wunderschön würzig, sage ich euch. Also der besteht fast nur aus Gewürzen. Kardamom, Zimt, Pfeffer, Safran, Kreuzkümmel, richtig schön. Auf einer sehr schönen Patchouli-Basis. Also das Patchouli kommt da richtig schön raus. Der gefällt mir. Also der ist richtig, da gibt es richtig was zu entdecken. Der ist vielschichtig irgendwie. Und ich glaube, der war mit den Marleys feiern. Also so von der DNA her sehe ich den sehr gut in einem Regal mit dem Herald, mit dem Ojan, mit dem Habdan auch, würde der super gut dazu passen. Wenn diese Düfte euch grundsätzlich gefallen, dann könnte der Mr. Sam auch was für euch sein. Also der ist wunderbar maskulin, würzig und der hat im wahrsten Sinne des Wortes Pfeffer im Hintern. Als nächstes haben wir den Terrible Teddy. Teddy lives for the thrill of the chase, in snaring, unsuspecting hearts with his scent of leather, incense and ambroxan. A smooth operator, his sights are trained on Helen, until he meets the Duke. Der Terrible Teddy, ist er schrecklich? Ich finde, er ist definitiv extrem. Also, wir haben Leder, Weihrauch und Ambroxan. Und ich muss sagen, das ist eine Kombi, die man mögen muss. Ja, also es ist durchaus ein interessanter, nischiger Charakter. Ich finde allerdings, diese Ambroxan-Synthetik-Klatsche, die gefällt mir nicht so wahnsinnig gut. Der Weihrauch spielt meiner Meinung nach eine recht untergeordnete Rolle. Das Leder kommt viel stärker raus. Schon interessant, aber jetzt nicht unbedingt super gefällig. Also ist wirklich vielleicht der extremste Charakter aus dem ganzen Line-Up. Sehr simpel. Trifft den Namen allerdings sehr gut. Und Haltbarkeit und Sillage sind auch super. Dann als nächstes haben wir die Heartless Helen. Who needs romance when one wields power? Tuberose Mandarin Wood, our fearless conquistadora scent, seduces in all her path. What happens on safari stays on safari. Oh, so Sir Teddy thinks. Also die Helen, die hat anscheinend was mit dem Teddy. Schauen wir mal. Ja, das ist ein sehr floraler, sehr fleischlicher Tuberosenduft. Also nicht unähnlich Carnal Flower und ist auch vom Dominique Ropion. Also das ist derselbe Parfümeur. Ist ein schöner Duft. Doch, der ist nicht schlecht gemacht. Ich finde insbesondere der Jasmin macht sich da gut. Der rundet diese Tuberose noch ein bisschen ab, macht sie nicht zu stechend, sondern gibt ja auch eine schöne Süße noch mit. Mandarine macht sich auch gut. Gefällt mir eigentlich insgesamt wirklich. Also das ist einfach ein schicker,
Tuberosenduft, ich würde sagen mit einem leicht bittersüßen Aspekt. Nachteil oder Manko an der Stelle vielleicht, das ist eine DNA, die hat man schon tausendmal gerochen. Also wie gesagt, Carnal Flower ist sehr ähnlich, der Marfa von Memo ist auch sehr ähnlich. Um diese Art von Duft zu bekommen, muss man nicht zwingend zu den Penhaligans gehen. Ja, aber ist gelungen. Schön, aber langweilig, würde ich sagen an der Stelle. Der hat auch so gut wie keinen Verlauf und das ist jetzt zum Beispiel einer, wo ich das Geld auch nicht hinlegen würde, weil es einfach genauso gute Alternativen gibt. So, und dann haben wir am Schluss noch The Inimitable William Penhaligan. I say, Mr. Penhaligan himself, he enters in a vetiver haze, warm, fresh and earthy. With a scent this good, there's no wonder he's the only trusted perfumer of high society's ladies and gents. Also der William Penhaligan ist anscheinend der Parfümeur und der mag gerne Vetiver. Und der Duft gefällt mir gut, gefällt mir sehr gut, ehrlich gesagt. Ist wie ein sehr unverspielter, extrem maskulinisierter Baldafrik in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob ich für diesen Vergleich jetzt in den Kommentaren gesteinigt werde, aber so kommt es mir vor. Also erinnert mich definitiv an Baldafrik wegen der Vetiver-Note, aber hat eben nichts von der fruchtigen Verspieltheit, nichts von der Kokosnuss, nichts von den Blüten, die man dort spürt, sondern ist eben herber, bitterer, maskuliner. Also der ist holzig, leicht grün, auch leicht weihrauchig mit einem schönen anfänglichen Zitruskick und leider auch eine Ambroxan-Note in der Basis, die mir nicht super gut gefällt. Ich finde ihn aber trotzdem insgesamt echt schön. Also wenn ich eine Sache ändern könnte, würde ich die Ambroxan-Note wegnehmen und andere Hölzer reintun. Der ist sophisticated, ich würde sagen, das ist ein edler Herrenduft, der seine in dem Fall gute Performance eben halt mit ein bisschen Ambroxan bezahlen muss. Aber das ist definitiv einer zum Hineinverlieben. Also der wirkt auf mich jedes Mal, wenn ich ihn rieche, auch ein bisschen anders. Da gibt es was zu entdecken und das mag ich immer. So, meine Lieben, das waren jetzt die Penhaligans. Es gibt noch ein paar mehr, aber hier in dem Probenset waren halt jetzt nur die 10 drin. Sagt mir mal, was ihr über die Linie denkt, was ihr über die Düfte denkt, die ihr vielleicht habt, die ihr schon probiert habt oder ob welche auf eurer Wunschliste stehen. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.